In dieser Lektion schauen wir uns eine besondere Eigenschaft von Folgen an, und zwar gibt es Zahlenfolgen, die auf die eine oder andere Art und Weise beschränkt sind. Dazu schauen wir uns ein Beispiel an, und zwar die Folge an ist definiert durch 1 minus 1 durch n, und n ist wie immer bei Zahlenfolgen eine natürliche Zahl. Wir haben gesagt, wir beginnen wie im Schulbuch bei 1 zu zählen, das heißt ein Element aus n Sternen, keine 0. So, um ein Gefühl für die Folge zu bekommen, rechnen wir einfach mal bei Folgenglieder aus. Ich beginne beim ersten Folgenglied a1, das heißt für n1 einsetzen, also habe ich 1 minus 1 Eintel, das ist also 1 minus 1, das erste Folgenglied ist somit 0. Das zweite Folgenglied ist 1 minus 1 halbes, ist 0,5. Das dritte Folgenglied ist 1 minus 1 Drittel, das sind 2 Drittel und das ist 0,6 periodisch. Also ich merke zumindest schon mal, schaut danach aus, als ob der Wert der Folgenglieder mit der Zeit steigen würde. Es scheint auch nicht hin und her zu springen, also alternieren. Es scheint nicht zu alternieren. Jetzt teste ich einfach mal aus, ein bisschen ein höheres Folgenglied, das 100. Folgenglied zum Beispiel. Da habe ich jetzt für 100 eingesetzt, 1 minus 1 Hundertstel und das ergibt 0,99. Also ich sehe, es ist auf jeden Fall größer als A3. Dann schaue ich mir noch das 1000. Folgenglied an. Das ist 1 minus 1 Tausendstel. Und da bin ich bei 0,999. Naja, und wer es jetzt da mir noch nicht glaubt, dass ich bei dieser Zahlenfolge niemals die 1 wirklich erwischen werde, kann sich ja noch gern A10.000 und A100.000 ausrechnen. Das wird dann 0,9999 sein und das andere wird 0,99999 sein. Also wie ich sehe, es geht gegen 1, aber es scheint nie 1 zu werden, was auch klar ist, weil ich ziehe hier ja etwas von 1 ab. Nur wird die Zahl, die ich von 1 abziehe, immer kleiner und deswegen wandern diese Folgenglieder immer näher an den 1 heran. Was ich auch sehe, ist, dass alle Folgenglieder sicher größer als 0 sind oder größer gleich 0 sind. Das heißt, ich kann jetzt einmal folgende Vermutung äußern, und zwar ich vermute, dass alle Folgenglieder, also für alle n, die ich hier einsetzen kann, jedes Folgenglied, wird zwischen 0 und 1 liegen, und da habe ich jetzt großzügig das gleich dazu gegeben. Aber auf jeden Fall, es wird kein Folgenglied geben, das quasi noch kleiner ist als 0 und keines geben, das irgendwie größer ist als 1. Das ist meine Vermutung. Ein Beweis ist das noch nicht. Ja, auch das ist kein konformer Beweis. Und selbst wenn ich 7000 Folgenglieder ausrechnen würde, wäre das kein Beweis. Ich muss es beweisen. Und das wird euch jetzt bei dem Kapitel besonders gut gefallen, weil da muss ich jetzt immer beweisen. Ja, ich sehe den Brandy bereits, wie er sich darüber besonders freut. Die Katja auch, glaube ich. Also, los geht's. Erste Beweismöglichkeit ist die Möglichkeit, wie ich es euch empfehlen würde. Und zwar das schrittweise zu machen. Ich zeige jetzt mal Folgendes, und zwar, dass 0 eine sogenannte untere Schranke ist. Das bedeutet einfach nichts anderes, wie das, was wir gerade da vorher festgestellt haben oder vermutet haben. Die Zahl 0 begrenzt mir die Folge an nach unten. Es wird kein Folgenglied kleiner sein als 0. Das heißt also, an ist immer größer gleich 0. Ja, niemals kleiner, immer größer gleich 0. So, das heißt also, ich kann jetzt für an einmal das Gesetz einsetzen, das ist 1 minus 1 durch n und das ist größer gleich 0. Und das formen wir jetzt einfach auf n um. Das heißt, ich rechne mal plus 1 durch n, dann haben wir 1 ist größer gleich 1 durch n und dann rechne ich mal n und dann haben wir n ist größer gleich 1. Und da bin ich jetzt fertig, weil das ist eine wahre Aussage. Warum? Weil ja das n, wie in der Angabe oder wie bei der Folgendefinition angegeben, ups, dass n eine Zahl aus n Stern ist. Naja, und n größer gleich 1 sind ja, weil n als Element aus n Stern ist, alle natürlichen Zahlen, die größer gleich 1 sind. Und somit ist das eine wahre Aussage. Das ist eine Äquivalenzumformung. Wir erinnern uns an die fünfte Klasse. Das heißt ja, wenn diese Aussage wahr ist, dann ist auch diese Aussage wahr, dann ist auch diese Aussage wahr, dann ist auch diese Aussage wahr und damit ist auch diese Aussage wahr. Und zwar, dass 0 eine untere Schranke ist. Das heißt, diesen Teil meiner Vermutung habe ich jetzt bereits bewiesen. Ja, das ist jetzt schon mal richtig, Hackerl. So, jetzt muss ich noch zeigen, dass auch dieser Teil hier erfüllt ist.
Man spricht hier davon, dass 1 eine obere Schranke von an ist, was einfach heißt, die Folgenglieder von an werden niemals den Wert 1 übersteigen. Sie können 1 sein, aber niemals mehr. So ist eine Schranke definiert. Ja? Der Wert an sich ist erlaubt, aber er darf nicht überschritten bzw. bei einer unteren Schranke unterschritten werden. Das heißt, wir zäunen das Spiel jetzt einfach verkehrt auf. Wir sagen, die Folgenglieder an sind immer kleiner gleich 1. Also ich schaue mir quasi jetzt da diesen, so meine Maus ist verschwunden, ich schaue mir jetzt quasi immer diesen Teil hier an. Und jetzt kann ich wieder einsetzen. Für an das Folgengesetz, also das Bildungsgesetz. Wir formen um, ich rechne plus 1 durch n. Dann haben wir auf der rechten Seite plus 1 durch n stehen. Dann subtrahiere ich den rechten 1er auf die linke Seite. Dann habe ich 0 ist kleiner gleich 1 durch n. Dann multipliziere ich die ganze Gleichung mit n. Und dann haben wir 0 ist kleiner gleich 1, weil ja 0 mal n, also quasi das n verschwindet jetzt beim Multiplizieren. Naja, und 0 ist kleiner gleich 1. Das ist eine immer wahre Aussage. Und somit haben wir wieder das gleiche Prinzip. Naja, wenn diese Aussage wahr ist und die ist äquivalent zu der Aussage, dann muss auch diese wahr sein, dann muss auch diese wahr sein, dann muss auch diese wahr sein, dann muss auch diese wahr sein. Und wir haben jetzt da wieder gezeigt, dass das hier oben stimmt. Also quasi 1 ist eine obere Schranke. Damit ist auch dieser Teil bewiesen. Das heißt, zusammengefasst haben wir jetzt gezeigt, 0 ist eine untere Schranke der Folge, 1 ist eine obere Schranke der Folge und wenn es sowohl eine Folge nach unten als auch nach oben beschränkt ist, das heißt, die Folge nimmt Werte an, die zwischen zwei Zahlen liegt, niemals drunter, niemals drüber, dann sagt man, dass die Folge an sich eine beschränkte Folge ist. Ja? So, das definieren wir noch nicht. Wir haben zuerst noch die zweite Beweismöglichkeit. Die funktioniert, sagen wir so, die ist meistens die kompliziertere. Und zwar, ich beweise das Ganze jetzt da quasi auf einen Schlag als Ungleichungskette. Gelernt haben wir dieses Jahr ja Ungleichungsketten schon. Das heißt, ich setze da jetzt einmal das Bildungsgesetz für an an dieser Position ein. Und jetzt da forme ich um. Ich rechne mal als ersten Schritt minus 1. Bei einer Ungleichungskette muss ich jetzt natürlich alle drei Teile minus 1 rechnen. Warum minus 1? Weil ich diesen 1 einmal wegbekommen möchte. Ich hätte gern, dass da irgendwie da in der Mitte Nummer 1 steht. Wenn ich jetzt die Ungleichungskette mit minus 1 rechne, dann habe ich rechts, habe ich ganz links minus 1 stehen, weil 0 minus 1 ist minus 1. Da verschwindet der 1er und hier habe ich 0, weil 1 minus 1 ist 0. Im nächsten Schritt rechne ich die ganze Gleichung mal minus 1, damit hier mal das Minus weg ist. Aufpassen, es wird jedes Element mit minus 1 multipliziert und die Ungleichungssymbole drehen sich für die ganze Kette um. Das heißt, ich habe jetzt 1 größer gleich 1 durch n größer gleich 0. Das kann ich auch verkehrt rumlesen. 0 kleiner gleich 1 durch n kleiner gleich 1. Daher schreibe ich die Kette jetzt einfach mal in die Perspektive, wie wir sie sonst hinschreiben, ja, von klein zu groß. Jetzt kann ich die ganze Ungleichungskette noch mit n multiplizieren. Was passiert dann? Naja, 0 mal n ist 0. 1 durch n mal n, kürzt sich das n weg, habe ich 1. Einmal n ist n. Bleibt mir eigentlich jetzt da diese Aussage übrig, die da lautet, n ist größer gleich 1 und 1 ist größer gleich 0. Naja, 1 ist größer gleich 0. Das ist für mich irrelevant, weil die Aussage ist immer wahr. Was für mich relevant ist, ist der Teil hier. Und zwar der ist n ist größer gleich 1. Und das hatten wir vorher schon. Ist eine wahre Aussage, da ja n per Folgendefinition ein Element aus n Stern ist. Und somit ist n immer größer gleich 1. Und damit habe ich es jetzt da hier noch einmal bewiesen in einem Schritt. Ja, geht manchmal leichter, manchmal schwieriger, es so zu machen. Gut, und jetzt definieren wir mal beschränkte Folgen. Also es sei an eine Folge, n ist ein Element aus n Stern. Dann sagt man erstens mal, eine reelle Zahl O, das soll ein Schreibschrift O sein, damit ich es nicht mit der 0 verwechsle, heißt obere Schranke der Folge, wenn an kleiner gleich O für alle Folgenglieder gilt, also für alle n-Elemente aus n-Stern. Das ist genau das, was wir vorher im Beweis gezeigt haben, dass ich eine obere Schranke so beweise. Ja? Alle Folgenglieder sind höchstens so groß wie diese Schranke, aber nicht größer. Äquivalent kann ich die untere Schranke U definieren. Das ist dann, wenn die Folgenglieder an immer größer gleich diesem U sind. Ich sage, dass eine Folge nach oben beschränkt ist, wenn sie eine obere Schranke O besitzen. Eine Folge heißt nach unten beschränkt, wenn sie eine untere Schranke besitzen.
Und generell beschränkt heißt eine Folge, wenn sie sowohl nach unten als auch nach oben beschränkt ist. Also wenn es sowohl eine obere Schranke O als auch eine untere Schranke U gibt. Das war im Beispiel davor der Fall. Aber es muss nicht immer so sein. Ja. Es kann genauso sein, dass es weder eine obere noch eine untere Schranke gibt. Dann ist die Folge logischerweise unbeschränkt. Oder es kann eben sein, dass es nur eine Schranke nach oben gibt. Dann ist sie einfach nur nach oben beschränkt. Oder es gibt nur eine Schranke nach unten, dann ist sie eben nur nach unten beschränkt. So, wir schauen jetzt zwei Aufgabenbeispiele an. Ihr könnt eigentlich wieder alleine probieren. Pausiert einmal das Video, probiert es zum Rechnen und vergleicht es dann. Die Lösung schaut dann wie folgt aus. Ich würde wieder mal damit beginnen, mir einfach einmal ein Gefühl für die Folge zu bekommen, indem ich mir einfach mal ein paar Folgenglieder ausrechne. Das erste Folgenglied ist 2 plus 1/2 ist 2,5. Für n wird hier quasi 1 eingesetzt. Also hier muss ich jetzt dann immer das n einsetzen. a2 ist 2 plus 2 halbe, das ergibt 3. a3 ist 2 plus 3 halbe, ist 3,5. Also ich sehe schon mal, die Folge scheint zu steigen. 2,5 scheint der kleinste Wert zu sein. Jetzt machen wir mal einen Sprung. Schauen wir mal a. Na, kann noch keinen Sprung. Schauen wir uns a4 an. 2 plus 4 halbe ist 4. Also wie wir sehen, der Wert nimmt immer um 0,5 zu, offensichtlich. Machen wir A100, da habe ich 2 plus 100 halbe ist 52. Also es scheint die Folgenglieder immer größer zu werden. Es scheint nach oben hin keine Beschränkung zu geben. Kann man ausprobieren, rechnet man zum Beispiel A eine Million aus. Wenn ich jetzt eine Million einsetze, die Hälfte von einer Million ist 500.000 und 500.000 plus 2 wären 500.002. Also es scheint nach oben hin kein Ende zu nehmen. Nach unten aber schon. Alle Zahlen scheinen mindestens so groß wie 2,5 zu sein. Das heißt, ich kann jetzt die Vermutung aufstellen, dass für alle Folgenglieder gilt, dass sie größer gleich 2,5 sind. Es scheint also so, dass die Folge nach unten beschränkt ist. Also dass diese Zahl hier mein U ist. Ja, meine untere Schranke U. Und das muss ich jetzt aber trotzdem beweisen. Also Beweis. Alle a n sind größer gleich 2,5. Für a n das Bildungsgesetz einsetzen, also 2 plus n halbe ist größer gleich 2,5. Umformen. Ich rechne minus 2 auf die rechte Seite, dann habe ich n halbe ist größer gleich 0,5. Dann rechne ich mal 2, dann habe ich n ist größer gleich 1. Naja, und das ist wieder eine wahre Aussage. Da ja n ein Element, das n Stern ist, laut unserer Angabe hier oben. Und somit ist das hier erfüllt. Und damit bin ich fertig. Ich habe bewiesen, dass 2,5 eine untere Schranke der Folge ist und die Folge ist somit nach unten beschränkt. Gut, ich hoffe, das ist soweit klar. Schauen wir uns das nächste Beispiel an. Die Folge an ist n plus 4 durch n. Auch wieder jetzt da, probiert es zuerst alleine und kontrolliert dann die Lösung. Auch hier wieder, ich rechne mir ein paar Folgenglieder aus. Das erste Folgenglied ist 1 plus 4 durch 1, also 5. Das zweite Folgenglied ist 3. Das dritte Folgenglied ist 2,3 periodisch. Das hundertste Folgenglied ist 104 Hundertstel, also 1,04. Und das tausendste Folgenglied ist 1,004. Hier sehe ich, es scheint jedes Folgenglied auf jeden Fall größer zu sein als 5. Somit scheint es so zu sein, dass meine Folge nach oben durch diesen Fünfer beschränkt ist. Andererseits scheinen die Folgenglieder immer weniger zu werden und die Werte immer näher an den 1 heranzukommen. Wenn man das da jetzt beim Tausendsten noch nicht glaubt, kann ich in Eigenregie zum Beispiel das Millionste Folgenglied ausrechnen und wir sehen, dass das dann 1,00004 ist, wenn ich jetzt nicht den 0 vergessen habe. Also es wandert immer näher an die 1 ran, die 1 wird es aber wahrscheinlich nicht erwischen. Meine Vermutung ist daher auf jeden Fall, dass an eine beschränkte Folge ist und dass ich sowohl eine untere als auch eine obere Schranke habe. Dieser 1er hier ist meine untere Schranke und der 5er ist die obere Schranke. Und das heißt, die Folge ist anscheinend wirklich beschränkt. Machen wir den Beweis. Erster Schritt, ich zeige mal, dass 1 die untere Schranke ist. Also ich beginne mal mit diesem Teil. An ist also immer größer gleich 1, wenn 1 eine untere Schranke wäre. Das heißt, n plus 4 durch n ist größer gleich 1. Ich rechne mal n, dann habe ich n plus 4 ist größer gleich n. Dann rechne ich jetzt da das n von hier
mit minus n auf die rechte Seite, dann habe ich 4 ist größer gleich 0 und das ist eine immer wahre Aussage. Das heißt, das ist wahr, das ist wahr, das ist wahr, das ist wahr und somit ist auch dieser Teil hier wahr und gezeigt. Zweiter Schritt, ich zeige, dass 5 eine obere Schranke ist, das heißt, dass an immer kleiner gleich 5 ist, das gleiche Prinzip wie vorher, Bildungsgesetz einsetzen, mal n rechnen, minus n rechnen, in dem Fall jetzt durch 4 dividieren, habe ich 1 ist kleiner gleich n, beziehungsweise andersrum gelesen, n ist größer gleich 1 und das ist wieder eine wahre Aussage, da ja n ein Element aus n Sternen ist und somit jedes n größer gleich 1 ist. Und damit habe ich jetzt gezeigt, 1 ist eine untere Schranke der Folge, 5 ist eine obere Schranke der Folge und dadurch, dass es eine obere und eine untere Schranke gibt, ist an an sich eine beschränkte Folge. Und das war's. Jetzt könnt ihr noch ein paar Übungsbeispiele machen, die findet ihr auf Moodle.